Und damit herzlich willkommen zum Random Wednesday. Heute mit One Piece, Burning Blood. Ich freue mich total. Ich bin ein riesen One Piece Fan. Und als ich letztens gesehen habe, dass es dieses Spiel jetzt plötzlich gibt, von heute auf morgen, dachte ich mir, ey, das wäre voll geil, mal zum Testen und so. Und siehe da, es gibt eine Demo. Geil. Das checken wir direkt mal aus. Wer sind wir? Ach, wir können 3 Charaktere wählen, okay. Ey, voll geil. Ruffy. Natürlich nehmen wir Ruffy. Wir nehmen wir dann noch. Ace. Ace natürlich. Und so viel Auswahl ist jetzt leider nicht. Schade. Der hat noch nicht seinen neuesten Look. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ruffy hat seinen komplett neuen Look. Von 2 Years Later. Ja, Ace halt. Frankie hat auch seinen neuen Look von 2 Years Later und ich hab den Namen vergessen. Aokichi? Okay. Ich glaube, Blauer Fasan hieß er im Deutschen. Ist ja egal. Nee, Frankie. Noch ein bisschen Ultraman-Power kann nicht schaden. Ja, ich würde jetzt eigentlich schon starten. Ah, okay. Hä? Ach, jetzt der Computer. Ja, das reicht. Ach, der hat jetzt automatisch Helferlinge bekommen. Ja, okay. Soll ja irgendwo fair sein. Okay, das ist auf jeden Fall ein richtiges Crunch-Spiel wieder. Hätte ich mir denken können. Gibt ja mittlerweile, ja, yeah, typisch Ruffy. Ja, und da geht's schon los. Wow. Komm, kriegst was aufs Fressbrett. Ich komm mit Ruffy ziemlich gut klar. Yeah! Genau so habe ich mir vorgestellt, mal mit Ruffy zu kämpfen. Gear Sekando! Oh, Ruffy gegen Ruffy. Oh, shit. Okay. Bäm! Das hat gesessen. Boah, das Spiel leckt mich total ab. Ich wollte eigentlich sagen hier, es gibt ja mittlerweile dieses, One Piece Pirate Warriors. Und das ist ja von dieser, allgemeinen Dynasty Warriors Serie. Nix da! Verdammt. Und da gab es dann ja auch von Nintendo dieses Hyrule Warriors. Ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Spielgeschmack. Deswegen habe ich die Teile auch nie gespielt. Aber hier Burning Blood bietet sich wieder ganz cool an. Wieder richtig schönes Kampfspiel. Gab es ja auch schon mal, also allgemein One Piece Kampfspiele für PlayStation 1 und 2. Aber die waren echt scheiße. Wow, ich schlag meinen eigenen Bruder. Ich sollte mich schämen. Ja, ich weiß, ich könnte auch wechseln, aber es macht gerade ultra viel Spaß, mit Ruffy zu kämpfen. Wow, okay. Ups. Bin ein Eisklotz. Alter! Kann es sein, dass Ace überhaupt keine Chance hat? Scheiße. Boah, ich werde so beansprucht von dem Spiel, dass ich kaum zu Wort komme. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, mir dabei zuzusehen.
Oh, Junge. Danke, Frankie. Oh, Junge. Echt jetzt, Frankie? Oh. Scheiße. Zeit um. Okay. Unentschieden. Hm, okay. Also ich habe mich nicht allzu schlecht angestellt, aber auch nicht allzu gut. Ja. Kampf beenden. Ja. Ist ein ganz cooles Spiel auf jeden Fall. Macht ganz gut Spaß. Schade, dass ich gerade niemand da habe, der mitspielen könnte. Aber naja. Kann nicht alles haben. Ready! Nicht mit mir! Mir fällt gerade ein, ich muss. Also, mir ist es schon 100 Mal eingefallen, aber irgendwie. Irgendwie komme ich nie dazu. Und zwar, ich wollte unbedingt wieder mal One Piece gucken. Mir fehlen gefühlte 100 Folgen. Ich gucke natürlich nicht die deutschen, die gerade im Free TV laufen, weil das hat mir zu lange gedauert. Bin irgendwann vor 2 Jahren oder so, bin ich umgestiegen auf die japanischen Folgen, weil die ja am laufenden Band weitergingen. Und das gucke ich ja auf One Piece Tube, da hast du dann halt deutsche Untertitel, das ist super geil. Und beim Anfang tut man sich erstmal ein bisschen schwer mit den japanischen Stimmen, aber man hat sich verflucht schnell dran gewöhnt. Und allen Dingen ist der Witz auch viel besser, also diese typischen Japano-Witze. Boom, scheiße! Scheiße. Boom. Wow. Oh. Oh. Boundman. Also, die Verwandlung von Ruffy kenne ich noch gar nicht. Das spoilert mich wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen. Ruffy hat wahrscheinlich so nochmal so eine Devil Power bekommen. Hatte der ja damals schon, wo er die toten Seelen aufgenommen hat, wenn ihr das zufällig gesehen habt. Da sah der ja auch ultra hart aus. Albtraum Ruffy. Vielleicht hat er ja sowas nochmal erlernt, aber mit Haki. Ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt weiter gucken. Ihr merkt es. Ja, den kenne ich schon. Ich bin momentan da, wo die in oh scheiße, mir fällt gerade ein, ich könnte euch ja ausspoilern. Tut mir voll leid, aber shit. Oh, ich glaube, Ruffy ist tot. Fuck. Also jetzt hier im Spiel ist Ruffy tot, nicht in der Serie, Gott sei Dank. Was wäre One Piece ohne Ruffy? Gar nichts. Ja, so klappt es. Wesentlich besser. Oh, SKO. Habe ich gewonnen? Jaha. Wo ist Frankie Sonnenbrille eigentlich? Hm. Ruffy versus Ruffy. Wer ist der bessere Ruffy? No! Fuck.
stelle mich gerade nicht so gut an. Ja, okay, das war... es fühlte sich nicht gut an, aber ich bin relativ gut, wie es aussieht. Oder? Ne, das war es gar nicht. Ups. Oh. Shit. General Franky. Wechsel. Ich müsste da eigentlich noch einen dritten haben. Scheiße. Shit. Ja. Oh je. Franky gegen General Franky ist nicht so gut. Bam. Shit. Nein. Keine Cola trinken. Scheiße. Am Schaden. Er hat dieses Eisschutzschild. Ah, ich verstehe. Shit, shit. Ja, schon, oh, schon doch nicht erwischt. Verdammt. Scheiße. Verdammt. Okay, das ist alles? Das ist wirklich Frankys Dreieck-Attacke? Na super. Irgendwie sinnlos. So, Ruffy gegen Ruffy. Noch einmal. Shit, nein, 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 nein. Ich bin der bessere Ruffy. Shit, unentschieden. Naja, ich würde sagen, das war's dann aber auch schon. Von diesem Random Wednesday war heute nicht ganz so lang, nicht so storylastig wie manchmal, tut mir leid. Aber ja, es ist ein Kampfspiel. Leute, was erwartet ihr? Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß und seid auch wieder am nächsten Random Wednesday dabei, den ich jetzt gleich spoilern werde. Damit ihr euch freuen könnt.